dieser Folge der Reihe Wismarer Fassaden widmen wir uns dem Haus Lübsche Straße 14. Wir lassen uns von Professor Frank Braun von der Hochschule Wismar die Besonderheiten erklären. Ihre ursprüngliche Fassung ist für die Denkmalschützer und Bauhistoriker besonders wertvoll. Deswegen fange ich einfach mal bei dem Nachbarhaus an, wo wir eben sehr schön sehen können, dass diese Fassade verputzt ist. Das heißt, die Maueranker, die wir auf der roten Fassade von Nummer 14 sehen, sind auch in Nummer 12 zu erkennen, aber sie sind eingeputzt. Das heißt also, der Putz ist irgendwann mal auf die Fassade aufgebracht worden und man hat den Putz so über die Maueranker hinweggezogen, dass sie gerade noch so zu sehen waren. Und das Haus Nummer 14 sah vor 20 Jahren genauso aus, also die Fassade dieses Hauses. Und dann ist im Zuge der Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen der Putz abgenommen worden. Und da kamen eben einige Überraschungen zutage, die wir heute auch in der Fassade sehen. Es hat eine ganze Reihe von Untersuchungen gegeben, Bestandsaufnahmen durch Studierende der Hochschule Wismar, dendrochronologische Untersuchungen des Holzgerüstes, restauratorische Untersuchungen der Fassade und des Inneren. Und dann hat sich ergeben, dass dieses Haus im Kern aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammt und auch die Fassade in diese Zeit einzuordnen ist. Und die restauratorischen Untersuchungen haben eben auch belegt, dass diese Fassade im 17. Jahrhundert nicht verputzt war, sondern sie war rot gestrichen. Wismar im 17. Jahrhundert. Von 1618 bis 1648 hatte der Dreißigjährige Krieg die deutschen Lande zu mehr als ein Drittel entvölkert. Wismar kam unter schwedische Herrschaft, erlebte dann aber eine neue Blütezeit. Errichtet wurde das Haus Lübsche Straße 14 in den 1650er Jahren auf den Mauern eines Vorgängergebäudes. Der Baustil weist klare Bezüge zur Renaissance auf. Zum Beispiel diese Ziermaueranker, von denen ja eine ganze Reihe noch erhalten sind. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass bei einigen Zierankern Teile fehlen. Diese Maueranker bestehen ja im Grunde aus einem langen Eisen, das das innere Holzgerüst mit der Fassade verankert. Dieses Eisen ist vorne vor der Fassade kreisrund ausgebildet, also bildet eine Öse sozusagen. Und das, was wir als Zieranker sehen, ist von oben als Sicherung durchgesteckt. Und das heißt, eigentlich brauche ich diesen Schmuck gar nicht, sondern konstruktiv ist nur dieser Splint wichtig. Ich könnte den Anker also auch ganz einfach ausbilden. Aber aus Gründen der Gestaltung ist eben hier so eine Blütenform ausgebildet worden. Und diese angeschmiedeten Schmuckelemente, die sind natürlich auch schon mal dann abgebrochen, weggerostet. Und deswegen sehen wir das zum Beispiel über dem Obergeschoss in der Mitte. Das sieht das so aus, als wenn das wie so eine Kerzenfackel. Ja? Das ist der Rest dieses Zierankers, der eben noch da ist. An den Ankern kann gut die Zeit der jeweiligen Sanierung abgelesen werden. Die neuesten Anker sind viel schlichter und funktionaler ausgeführt. Weitere Besonderheiten: die gemauerten Bögen und die schräg gesetzten Steine über den Öffnungen. Das waren zum Zeitpunkt der Freilegung überraschende Erkenntnisse, weil man das so in der Form in Wismar noch nicht gesehen hatte. Aber diese halbrundförmigen Bögen sind Entlastungsbögen. Also das heißt nicht, dass das Fenster mal ein Halbkreisformat sozusagen hatte im Sturzbereich, sondern das sind Entlastungsbögen für das Mauerwerk und die Stürze sind ja heute in den oberen Bereichen noch erhalten aus Holz und das sind Flachstürze. Der obere Teil der Fassade wurde während der Sanierung sensibel angepasst. Hier ein Foto nach der Abnahme des Putzes aus dem Jahre 2002. Der Giebelumriss erfuhr im Laufe der Jahrhunderte mehrere Umgestaltungen. Die heutige Form wurde nach einer historischen Fotografie umgesetzt. Der untere Teil wurde aufgrund der vielen Veränderungen verputzt. Unser Dank an Professor Frank Braun für die Vorstellung einer weiteren Wismarer Fassade. Das wertvolle Buch Wismarer Fassaden erzählen Baugeschichten können Sie in vielen Wismarer Buchhandlungen und im Stadtarchiv erwerben.